Hi, ich bin Timo und dadurch, dass es heute Abend regnen soll, habe ich mir gedacht, ich gehe mal wieder in die Stadt fotografieren. Mitnehmen werde ich mein 70-200 Objektiv. Das ist ganz schön groß und obwohl ein 70-200 immer schon relativ groß ist, ist das sogar noch eins für eine klassische Spiegelreflexkamera, das ich damals noch von Canon übrig habe. Und ich selbst fotografiere ja auf einer Sony-Kamera, aber man kann seine alten Objektive, wenn man das denn möchte, auch darauf per Adapter weiter nutzen. Das heißt, man muss nicht zwangsläufig alles neu kaufen, auch wenn das immer ein bisschen mehr Sinn macht, weil dann alles besser miteinander kommunizieren kann. Aber es gibt solche kleinen Adapter, die schraubt man dann einfach hier hinten auf das Objektiv drauf und dann kann man das quasi an seiner Kamera dran schrauben, obwohl es an sich eigentlich für einen anderen Hersteller entwickelt wurde. Wenn dich das Thema genauer interessiert, wie man Objektive mit einem Adapter nutzen kann, dann verlinke ich dir unten mal einen Blogbeitrag, den ich dazu geschrieben habe und wünsche dir ansonsten viel Spaß mit dem Video. So, gestartet bin ich in der Nähe vom Isartor, aber am Anfang brauchst du immer so ein bisschen Zeit für Warm-up, um wieder reinzukommen und dich warm zu schießen. Deshalb habe ich eine ganze Weile gebraucht, bin dann Richtung Hofbräuhaus gelaufen und habe dann da angefangen mit den Spiegelungen und Reflexionen auf der Straße vom Regen zu spielen. Waren noch nicht die allerbesten Aufnahmen dabei, aber wie gesagt, das war alles noch im Warm-up-Bereich. Und dann habe ich ein bisschen mit dem Hofbräuhaus-Zeichen an sich gespielt, das irgendwie versucht ein bisschen einzusetzen, diesen leeren Eingang da zu fotografieren. Auch ein guter Tipp dabei ist, wenn das Bild ein bisschen zu aufgeregt ist, kannst du es auch einfach schwarz-weiß machen oder wenn du zu sehr Kontrast hast, dann sieht schwarz-weiß immer sehr gut aus. Besonders wenn du nachts fotografierst und quasi die ganzen Lichter der Stadt eh schon an sind und es dann noch geregnet hat, dann hast du wunderbare Reflexionen immer auf der Straße. Deshalb lohnt es sich immer für mich zumindest Radfahrer und Autos zu fotografieren. Das mache ich mit am liebsten dann bei so Wetterbedingungen. Hier hatte ich dann die Idee, die ganze Straßenzähler einzufangen, was sogar ganz gut geklappt hat, obwohl ich das 70-200 dabei hatte. Also damit kann man immer noch ganz gute Gesamtaufnahmen machen von Momenten. Bin dann weitergelaufen Richtung Maximilianstraße, weil wir da sehr schöne Symmetrie haben, weil das eine schöne lange gerade Straße ist. Und du siehst im Video, dass da ein Krankenwagen stand, der Blaulicht anhatte. Aber ich habe es geschafft, nicht ein Bild aufzunehmen, wo das Blaulicht mit drauf war. Also konnte ich da nicht einen schönen Farbkontrast irgendwie herstellen. Eine andere Sache, die ich einfach liebe zu fotografieren, sind Taxi und Taxilichter, vor allen Dingen bei Nacht. Ich weiß nicht, jedes Mal, wenn ich ein Taxi sehe, muss ich das fotografieren, obwohl ich so ein ähnliches Bild irgendwie schon 5000 Mal gemacht habe. Aber ich finde, das sieht jedes Mal aufs Neue ziemlich, ziemlich cool aus. Noch eine andere Idee, die ich hatte, war, das Taxi da an der Stelle seitlich zu fotografieren und nur, dass die Rücklichter an waren. Das hat jetzt in meinen Augen aber halt nicht so gut funktioniert. Was mir dann aber aufgefallen ist, wie stark rot beleuchtet unsere Oper da gerade ist. Das ist auch was ich so eigentlich noch nicht gesehen habe. Vor allen Dingen jetzt bei Regen hat sich das alles schön auf den Boden reflektiert. Und dann ist da zufälligerweise das Moped lang gefahren, was halt eine gute Gelegenheit war für Serienaufnahmen. Anderer Tipp, den ich hier mit dem Teleobjektiv geben kann, ist immer mal ein bisschen niedriger zu gehen, weil du dann die Straße besser in den Vordergrund bekommst und dadurch ein bisschen mehr Tiefe erzeugen kannst in deinen Bildern. Das siehst du jetzt hier gleich. Wenn ich ein bisschen niedriger bin im Vergleich zu vorher, ich finde die Bilder aus einer niedrigeren Perspektive sehen deutlich besser aus. Und wenn du dann noch das Glück hast, dass vor deiner Nase jemand über die Straße läuft, dann hast du nochmal ein schöneres Bild.
Auch hier muss ich sagen, war ich ursprünglich von den Reflexionen auf der Straße angezogen, aber das Auto an sich ist natürlich auch sehr, sehr fotogen. Von daher, irgendwie auf der Maximilianstraße stehen immer ein Haufen schöner Autos rum und deshalb ist das immer sehr, sehr lukrativ, da vorbeizuschauen auf seiner Fotorunde. Eine Sache, die ich an Teleobjektiven mag, ist, dass du Objekte, die eigentlich weit auseinander sind, immer noch schön zusammenhängend fotografieren kannst, weil es einfach so eine starke Kompression hat. Du siehst ja hier, das Taxi war relativ weit weg von der Straßenbahn und es sah trotzdem ganz gut aus. Weitergelaufen bin ich dann Richtung Odeonsplatz, habe da jetzt so zwei, drei mittelmäßige Aufnahmen gemacht, aber das ist halt einfach so in der Fotografie. Du machst irgendwie sehr, sehr viele ziemlich mittelmäßige bis beschissene Aufnahmen, um dann am Ende zwei, drei Bilder zu haben, die wirklich cool sind. Auch hier habe ich dann einfach wieder versucht, ein bisschen so diese Straßenszenerie mit der nassen Straße und den ganzen Reflexionen einzufangen. Vorteilhaft ist natürlich immer, wenn dann da ein Fahrradfahrer oder so vorbeikommt, weil du dann noch ein Motiv hast, auf das du dich am besten fokussieren kannst und diese ganze Szenerie im Hintergrund ist. Und dann kam ich wieder bei meinen geliebten Taxis vorbei, da musste ich auch wieder zwei, drei Bilder machen. Ehe du jetzt denkst, ich bin da gerade mitten auf die Straße gelaufen, das ist der Wartebereich von den ganzen Taxis, von daher, das ist relativ geschützt da. Und es erlaubt dir halt eine schöne Perspektive auf die Straße da vorne zu haben, die generell auch schon weihnachtlich ganz nett beleuchtet war. So habe ich da versucht, das irgendwie ein bisschen einzufangen. Und ich habe da auch jetzt tatsächlich, wirst du gleich sehen, eine ganze Weile gestanden und einfach mit verschiedenen Perspektiven, mit verschiedenen Motiven gearbeitet. Die Straße ein bisschen leerer, die Straße ein bisschen belebter. Das ist auch was in der Streetfotografie wichtig ist, dass du, wenn du einen schönen Ort hast, der dir gefällt, da einfach ein bisschen stehst und wartest und beobachtest und schaust, wie sich die ganze Szene entwickelt. Und dann kannst du am Ende vielleicht, hast du auch 50 oder 100 Bilder gemacht von der Stelle, aber dann hast du auch eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas dabei ist, das dir ganz gut gefallen wird am Ende. Das ist jetzt eine andere, recht bekannte Perspektive aus München. Ich weiß gerade gar nicht genau, wie die Straße heißt, aber das ist quasi runter der sehr lange gerade Bereich bis runter zum Siegestor. Und gerade mit einem Teleobjektiv kriegst du da halt auch eine schöne Kompression rein und kannst da auch schön mit der Perspektive spielen. Hier hatte ich allerdings das Problem, dass ich nichts gefunden habe, was mir tatsächlich wirklich gut gefallen hat, obwohl ich da auch eine Weile gewartet habe. Also von daher, selbst wenn du eine ganze Weile an der Stelle stehst, ist das nicht die Garantie darauf, dass du am Ende ein schönes Foto bekommst. Ich habe dann irgendwann an der Seite eine Pfütze entdeckt und dachte mir so, oh, ich kann vielleicht mit einer Spiegelung spielen. Mit einem Teleobjektiv musst du dann halt ein bisschen weiter hinter der Pfütze sein, damit du das noch alles schön reflektiert und spiegelt. Ansonsten hast du einfach keine Spiegelung. Also quasi, je weitwinkliger dein Objektiv ist, desto näher kannst du an die Pfütze rangehen. Ich muss sagen, die Fotos waren dann am Ende ganz okay, aber jetzt auch nicht umwerfend. Und mir ist aufgefallen, wie schwierig es tatsächlich dann irgendwann war, mit dem 2.8 Objektiv zu fotografieren, weil ich sehr, sehr hohe ISO-Werte einstellen musste. Deshalb habe ich mich dann entschieden, auf mein 85-1.8 Objektiv zu wechseln und bin dann damit noch eine Weile weitergelaufen. Mir dann auch sehr schnell aufgefallen ist, wie viel wohler ich mich mit einem 85mm Objektiv fühle, einfach nur, weil ich das eher gewohnt bin, damit zu fotografieren, das auch ein bisschen kleiner und handlicher ist.
Aber ich sag mal so, in der Fotografie ist es ja, geht es ja auch manchmal auch darum, sich irgendwie eine kleine Challenge zu stellen. Deshalb war das für den Anfang gar nicht mal so schlecht. Anderer Tipp, den ich dir geben kann, ist nicht immer auf das Motiv selbst zu fokussieren, sondern eventuell auch ein Stück davor. Hier habe ich jetzt einfach die Straße als Fokus genommen, damit der Hintergrund quasi unscharf war. Aber du erkennst ja trotzdem, dass da Menschen langgelaufen sind oder Autos gefahren sind. Von daher, das kann auch immer eine ganz nette Perspektive bieten auf irgendeine Szenerie. Als ich dann weitergelaufen bin, habe ich irgendwann dieses Fahrradzeichen auf dem Boden entdeckt, wo noch ein Haufen Blätter drum rumlagen. Das hat diese ganze schöne herbstliche Atmosphäre irgendwie ganz schön eingefangen. Und dann hatte ich noch das Glück, dass im Hintergrund ein Fahrradfahrer vorbeigefahren ist, was da nochmal einen schönen Farbkontrast reingegeben hat. Da war ich eigentlich ganz, ganz glücklich damit, obwohl das eher sehr improvisiert war. Die nächsten Bilder ist jetzt quasi von Instagram inspiriert tatsächlich. Da habe ich gesehen, wie jemand ein Rad, also quasi das Rad eines Fahrrads fotografiert hatte mit sehr vielen Lichtern im Hintergrund. Die Szene hier hat sich dafür angeboten, habe ich mal ausprobiert. Das sieht sogar auch ganz gut aus. Ich glaube, ein Weitwinkelobjektiv ist hier ein bisschen besser, weil du ein bisschen mehr einfangen kannst und nicht so viel Kompression hast. Aber für eine spontane Idee war ich ganz, ganz glücklich damit. Auch sehr cool finde ich, dass die Statue hier immer so angestrahlt wird, dass der Schatten sich gegen die Hauswand da hinten wirft. Das sieht sehr, sehr cool aus auf Fotos, deshalb bin ich hier sehr, sehr gerne und mache hier immer mal ein paar Bilder, weil das einfach irgendwie eine schöne Stimmung erzeugt, finde ich. Dann hat diese ganze Herbstidee aber noch ein bisschen weiter mit mir gearbeitet und ich habe hier die ganzen Blätter auf der Straße liegen gehabt und dachte mir so, okay, ich kann die in den Vordergrund nehmen und diese Straße hinten unscharf lassen. Und ich finde, das hat eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Das sieht irgendwie sehr, sehr cool aus. An dem Torbogen hier bin ich fast ein bisschen verzweifelt, weil hier habe ich auch sehr, sehr lange gewartet, weil ich die Hoffnung hatte, dass jemand da vorne quer läuft. Wollte gerade aufgeben und weitergehen und habe dann im letzten Moment noch gesehen, dass da jemand lang lief. Aber das war ganz schön knapp, dass ich den noch erwischt habe. Und dann ging es weiter zum letzten Foto des Abends. Hier wäre natürlich das Teleobjektiv wieder deutlich besser gewesen, aber so ist es leider in der Fotografie. Irgendwie hat man immer das Objektiv auf der Kamera, das man gerade irgendwie für den Moment nicht brauchen kann. Aber ich war trotzdem eigentlich ganz glücklich vom Gesamtergebnis von der Fotorunde. So, das war's mit meiner Fotorunde. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß dabei, mich dabei zu beobachten, wie das ist, wenn man als Fotograf durch die Stadt läuft und ein paar Bilder macht. Du kannst mir gerne mal einen Kommentar da lassen, welches Bild dir am besten gefallen hat. Und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, mach's gut.